Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Army Croc. Wir sind jetzt gerade durch die Tür gegangen vom letzten Mal, die wir aufgekurbelt haben und sind jetzt hier in diesem Raum angekommen, wo es irgendwas Lustiges zu tun gibt. Wie war denn das? Wie konnte ich denn wechseln? Ah, jetzt hier. Jetzt irgendwie. Ah, er kann den Schalter betätigen, okay. Passiert nichts. Okay, er kann hier lang. Okay, gehen wir da hier rein. Schon wieder so ein psychedelisches Level. Auf achten. Ob hier irgendwas ist zum Mitnehmen oder so. Total durchgeknallt, echt. Dieses Spiel, ey. Ach du Schande. Ah, okay. Das muss ich mir jetzt mal irgendwie aufschreiben. Weil das erste war ja diese komische. Der Stift geht nicht. Der geht auch nicht. Der geht. Das erste war dieser komische Gabel irgendwie, ne? Jetzt haben wir diesen Typen mit dem Hut. Fehlt uns noch ein Symbol. Aha. Tja, muss ich also wieder zurück. Das hat mich jetzt trotzdem nicht weitergebracht in Bezug auf diese Apparatur da. Ja gut, rein theoretisch, na gut, ist doch bei so vielen Möglichkeiten, wie es da eben gab. Ha. Ich verstehe nicht, was man hier machen soll. Achso, jetzt haben wir den Strom ausgestellt. Oh, war das vorher auch schon so kaputt? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. So, du gehst da rein, genau. Mal schauen, nee, es ist immer noch. Was ist hiermit? Es geht nicht, okay. Und hier war noch so ein Hebel. Geht mir auch nichts. Ich kann da auch nicht rauf, oder? Doch, er klettert darauf. Ah. Wenn ich das jetzt. Ja, das schaffe ich doch nie im Leben. Guck mal, so langsam wie der ist. Der rennt auch nicht oder so. Nee, bis dahin ist es weg. Ha. Wie soll man das denn dann schaffen? Sie muss ihn irgendwie mitkriegen. Könnte es sein, dass dieses Kringel das letzte Symbol sein soll? Wir können es ja mal ausprobieren. Da ist auch irgendwas. Geht's hier noch weiter? Ach ja, stimmt, es ging ja noch weiter nach oben. Aber ich will erstmal nach unten. Ich will erstmal ausprobieren. Ob es dieses Kringel denn gibt. Genau. Sollen wir hier mit Abe reden? Greetings, friend. I am Abraham Lincoln. Immer noch keine Ahnung. So, mal schauen, welche Symbole. Okay, jetzt sind wir einmal durch. Okay, hier nicht. Ah, hier ist diese Gabel, genau. Das ist das erste Symbol. Also brauchen wir den Typen mit dem Hut. Okay. Ist er hier vielleicht dabei? Nee. Ah, hier ist er. Das heißt, eins nach links und dann. Und jetzt brauche ich den Kringel, wenn es den denn gibt. Nee. Hier will jetzt keiner. Mal gucken. Earthworm Jim dabei.
Jetzt kann es natürlich sein, weil wir haben hier verschiedene Symbole. Was, wenn ich jetzt hier drehe, dann noch was anderes dabei rumkommt, ne? Ja, das kann wirklich sein. Ich guck mal einfach durch. Wobei, nee, das schiebe ich jetzt nur. Also so ein Kringel ist auf jeden Fall nicht dabei. Also ich habe jetzt keinen gesehen. Ne, also kann es kein Kringel sein. Ah, ätzend. Aber immerhin, ich kann mal gucken, vielleicht ist es ja richtig jetzt. Nein, natürlich nicht. Aber wir sind nah dran. Okay, okay, okay. Ein bisschen entspanntere Position hier wählen. Also wir müssen jetzt hier... Ich kann ja noch versuchen, nochmal zu drehen, was das passiert. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Raum. Ah. Ja, jetzt müsste was funktionieren. Weil dieses Symbol war ja hier auch. Okay. Oh, thanks, little buddy. Ich bin aufgeregt. Jetzt ist es unten. Okay, was ist jetzt hiermit? Warte mal. Immer noch gesperrt, okay. Kann ich auch nichts auswählen? Was ist mit dem Hebel? Das funktioniert nicht. Aber gut, okay. Halt, warte. Irgendwas hat er hier gerade gehabt. Irgendwas war hier gerade. Ja, ne? Irgendwie war doch hier gerade was gewesen. Geh mal zurück. Hallo, geh mal hier runter. Hier war doch eben das Handsymbol. Da. Ach so. Ah, okay, gut. Aber vielleicht ist doch nochmal nach oben. Mal gucken. Aber wenn das jetzt unten ist. Weiß nicht, ob das von Vorteil ist. Egal, wir gehen erstmal nach oben gucken. Vielleicht finden wir da jetzt ja noch was. Echt seltsam alles. Oh, was ist das jetzt hier? Kann er damit irgendwas machen? Ne, da kann man auch nicht rein. Und hier, es ist ja echt doof, ne? Was ist mit diesem gezackten Blitz? Ach, das muss ich drücken, damit hier dann Strom an ist, oder was? Ah, okay. Ja gut, das... aber es hat ja eigentlich nicht funktioniert, dachte ich. Zumindest macht es jetzt den Eindruck, als ob es nicht funktioniert hätte. Also nochmal hier hin. Drehen. Jetzt kommt wieder die Tür, glaube ich. Nee, immer noch nicht. Und hinein. Aber diese Maschine da drin muss doch irgendwas können, oder? Oh. Was ist denn das hier? Lebt es noch? Ja, es schläft anscheinend. Okay. Kann er vielleicht irgendwas machen? Da oben hängt irgendwie so ein Viech, ne? Guck mal hier. Kacke, Mann. Was ist hier los? Ich glaube, wir sollten lieber wieder rausgehen. Sehr eigentümlich, okay. Mal weitermachen. Vielleicht kommen ja noch mehr. Immer noch nicht. Okay. Auch nicht. Jetzt aber, glaube ich, ne? Ja, das ist wieder der Raum, wo wir eben mit ihm schon drin waren. Und da ist ja dieses Symbol mit dem Schalter. Hier, es funktioniert auch gar nicht, ne? Du kannst hier nichts anklicken. Bei dieser Apparatur. Geht er jetzt da rein oder geht er zu den Säulen? Ja, er geht da rein. Ne, das bringt mir nichts. Also wir müssen diesen Schalter betätigen.
Er kann nicht rein. Ja, funktioniert auch nicht, ne? Ich glaube, hier fehlt was. Da muss irgendwas rein, aber... Wo kriegen wir das her? Ich glaube, das ist das Teil, was es da gibt. Okay. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie... alles Dingens kommen. Geh du nochmal drauf. Ich muss hier nochmal rein. Oh, thanks, little buddy. Nein. Geh da. Verdammt, falschen Charakter erst gewählt. So, du stellst dich drauf. Nice no. Work, Big B. Ja. Und wir gehen da jetzt mal rein und gucken mal nach. Das könnte da oben dieses Teil sein, was benötigt wird, ne? Aber ich kann nichts hiervon benutzen, ne? Das geht nicht, das andere geht auch nicht. Ha, komisch. Ja, irgendwie ein Schlüssel fehlt. Ja, ne? Kannst alles mögliche anklicken, aber nicht das, was wichtig ist. Ob er darauf stehen bleibt, wenn ich... Ja, bleibt darauf stehen. Nee, das nicht. Warte mal, bleibst du darauf stehen, wenn ich dann hier kurble? Thanks, little buddy. Weil vielleicht... Vielleicht tut sich da noch in einem der Räume was. Vielleicht ist da noch Strom an, ne? Oder so. Na was, wir probieren es einfach mal aus. Wir gucken gleich mal. So, dann gehe ich da jetzt mal rein. Ich hoffe, er bleibt da sitzen. Naja, komm mit, so wie es aussieht. Oh, guck mal, da ist was. Oh. Wow. Okay. Oh, was ist das denn? It's a baby. Huh. Ein Baby ganz alleine hier? Oh je. Can you imagine the wandering monsters this thing is attracting? I'm just saying. Ja, mach doch irgendwas. Tommy, don't touch that thing. You don't know where it's been. Okay. There you go. Tommy Knot has you now. I'll take care of you until we can figure out how to get you back to where you belong.